Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Es ist Mittwoch, das heißt, heute gibt es eine neue Folge Trash Splatter Amateur Mittwoch. Und heute geht es um die Filme Born Dead 1 und 2. Viel Spaß! Entschuldigt die kurze Unterbrechung, der Akku ging alle von der Kamera. Sorry. Ja, wie gesagt, wir bekommen hier einen Grindhouse Look geboten, was mir wirklich sehr gut gefällt und passt zu der Art vom Film, vor allen Dingen, da sich dann Teil 1 und 2 voneinander unterscheiden. Sehr gut gemacht, also kann man nicht meckern. Auch ist mir klar, dass es sich hierbei um einen Amateur-Splatter-Film handelt, aber es ist ein verdammt guter und ein verdammt guter Zombie-Film, den ich jetzt schon locker in meine Top 10 Lieblings-Zombie-Filme zähle, also Born Dead 2 schafft es definitiv in meine Top 10 besten Zombie-Filme aller Zeiten. Genial, also ich muss meine Amateur-Splatter-Beste-Liste auch nochmal ändern. Ich habe ja eine Liste mit den für mich Top 10 besten deutschen Amateur-Splatter-Filmen und nach diesen vier Filmen, die hier drauf sind, muss ich die Liste nochmal überarbeiten. Da werden sicherlich einige von denen mit drauf sein bald. Wo bekommt man die Filme her? Ich werde euch Garden of Gore, den Instagram-Channel in der Beschreibung verlinken. Und dann könnt ihr anschreiben und nachfragen, ob es die Filme noch zu kaufen gibt. Welche Edition auch immer. Es gibt auch Hardboxen, aber die sind schon ausverkauft. Es würde mich sehr interessieren, falls ihr die Filme gesehen habt, egal ob ihr alle vier gesehen habt oder nur Born Dead 1 und 2 oder nur die Blackwood-Filme, wie ihr sie fandet. Generell, wie er zu Amateursplatter aus Deutschland steht. Wie gesagt, Born Dead 1 und 2, ich kann die Filme nur empfehlen. Born Dead 2 bekommt 8 von 10 und Born Dead 1 bekommt 7 von 10 Punkte. Es lohnt sich. Wie ich die Backwood-Filme finde, werdet ihr nächste Woche erfahren. Im Übrigen auch ein sehr geiles Covermotiv, finde ich. Und was auch noch zu erwähnen ist, hier bekommen wir keinen blauen Rohling mit billigem Druck, sondern es ist eine gepresste DVD. Finde ich sehr geil. Also eine tolle Edition. Für einen schmalen Taler kann ich nur empfehlen. Vier Filme drauf. Sehr geil. Absoluter Geheimtipp von mir. Es lohnt sich als Splatter-Fan, diese Filme in die Sammlung zu holen. Das war's dann wieder von mir. Nächste Woche geht es weiter mit den Backwood-Filmen. Viel Spaß dabei. Danke fürs Zusehen und falls euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal, falls noch nicht passiert. Danke fürs Zuschauen. Willkommen zurück und beim Trash Splatter Amateur Mittwoch waren wir schon ein paar Mal im Schwabenland unterwegs und genau dorthin wollen wir auch heute wieder, um die Toten aufzuwecken. Ich habe hier Born Dead 2. Als Extras befinden sich Born Dead 1, Backwood Barn Massacre und Backwood Carnage auf der Disc. Heute geht es allerdings nur um Born Dead 1 und 2. Und nächste Woche werde ich die Backwood Filme vorstellen. Ja, hoffentlich kann man es erkennen. Born Dead 1 geht gerade mal 22 Minuten und ist das Debüt von Simon Spachmann und Olaf Zanetti. Die Story ist dabei wirklich nur Nebensache. Es geht um ein paar junge Leute, die fliegen von einer Party und ziehen weiter, um woanders Party zu machen. Sie finden ein scheinbar verlassenes Haus und treffen da auf Mengele und seine Nazi-Zombies. Das war's im Prinzip. Die Story ist schnell erzählt und ja, wie gesagt, nur Nebensache. Hier handelt es sich zwar um einen Low-Budget-Splatter-Film aus Deutschland und das merkt man auch an den Darstellern. Allerdings sieht der Film dafür wirklich sehr, sehr gut aus. Die Zombies können sich sehen lassen. Dasselbe gilt für die Fressszenen im Film, die auch bei keinem guten Zombie-Film fehlen dürfen. Und die expliziten Gewaltszenen sind sehr gut gemacht und bis auf ganz wenig das mich persönlich etwas stört, aber ja, es ist nur ab und zu mal ein Blutspritzer und ein paar Szenen, aber ansonsten nichts Wildes. Bekommt der Fan
wirklich handgemachte Gore-Effekte und sie sind wirklich verdammt gelungen. Also das Ganze sieht wirklich einfach nur geil aus. Wounded erfindet das Rad definitiv nicht neu, aber als das, was er ist, macht er wirklich alles richtig. Ein wirklich unterhaltsamer und gut gefilmter Splatterfilm von mir, 7 von 10 Punkten. Nun Wounded 2. In Wounded 2 geht es da weiter, wo der erste endete. Die Überlebende versucht aus dem Haus zu entkommen. Währenddessen dringen ein paar Geiselnehmer mit ihren Opfern das Haus ein. Kurz darauf werden sie von den Zombies attackiert. Die Story ist bei diesem Blutbad natürlich auch wieder nur Nebensache. Der Bodycount wurde deutlich erhöht und die Gore-Szenen sind noch besser und brutaler ausgefallen als bei Teil 1. Aber auch optisch hat sich der Film geändert. Wir bekommen ein so ein bisschen Grieselbild und Filmfehler, wie man es von den Grindhouse-Filmen kennt früher. Oder wie es auch zuletzt Robert Rodriguez in seinem Planet Terror sehr gut eingebracht hat. So ungefähr bekommen wir das hier auch bei Wounded 2.